Maus, ist das ihr Freund? Ein bisschen komisch, wie mir so scheint. Dieser Bär, wie kommt denn der hier rein? Sei doch lieb, doch vielleicht dich auch an. Komm, wir gehen zu Dr. David aus Fabuland. Morty Maus und Mum nehmen Charlie an die Hand. Und Bruno Bär, der wartet hinterher. Die Fabulandwelt? Da gibt es Hügel und Wiesen und Wälder und Straßen und eine lustige kleine Stadt, in der lustige kleine Leute wohnen. Sieh mal einer an, da ist ja Freddy Fuchs. Dass der so früh schon unterwegs ist, kann doch eigentlich nur bedeuten, dass er irgendetwas im Schilde führt. Aha, zum Rathaus geht's, zu Leo Löwe. So was, Freddy Fuchs? So früh schon auf den Beinen? Guten Morgen, Leo. Guten Morgen, Freddy. Was führt dich zu mir? Nun, wie du dich sicher erinnern wirst, lieber Leo, hatte ich dir doch versprochen, beim Rathausumbau zu helfen. Ach ja, aber was ist hier denn los? Das ist Charlie Carter. Wo steckst du, Charlie? Ich bin hier oben auf dem Baum. Dann komm runter. Kann ich nicht. Na, ob die Fabuland-Bewohner ihm wohl helfen können? Ach, und hier, wen haben wir hier? Morty Maus, der gerade mal wieder schläft. Na und? Das ist auch eine ganz vernünftige Beschäftigung an einem Wochenende. Da wüsste ich aber eine vernünftigere. Das war Kathi Katze. Zum Beispiel? Zum Beispiel den Gartenzaun streichen. Was denn? Ich soll den Gartenzaun streichen? Das gefällt Morty natürlich gar nicht. Ob er wohl trotzdem den Zaun gestrichen hat? Natürlich hat er. Aber das ist nur eine von vielen Geschichten, die du auch selbst mit jeder Fabuland-Schachtel erspielen kannst. Und in der lustigen Fabuland-Welt passieren dauernd neue, tolle Geschichten. In den Fabuland-Kästen ist genug Material, um solche Geschichten zu erfinden, zu bauen und zu spielen. Immer wieder und immer wieder anders. Zum Beispiel so eine wie in dem Büchlein, in dem diese kleine Platte drin war. Also viel Spaß wünsche ich mit der Fabuland-Welt, den tollen Geschichten zum Bauen und Spielen. Übrigens, das Fabuland-Programm ist aus dem Hause Lego. Komm, wir gehen